Ha, reingeguckt. Hallo Dorian. Hi. Hallo Dorian. Hey. Hi. Ja, ich bin halt so ein bisschen, es berührt mich hier. Hier. Und auch tiefer? Hier auch. Ja. Schön. Schön, ne? Schön. Genau. Das Schöne hier ist ein 87er Porsche 911 Carrera, in dem Fall ein 3,2 Liter Cabriolet. Nicht, ja? 3,2 Liter Hubraum, Boxermotor, kennt ihr alles, 231 PS und der sieht wunderschön aus. Der sieht wirklich wunderschön aus. Ich finde wirklich so total alles schwarz, außen schwarz, Verdeck schwarz, innen schwarz, der Stern der Fuchsfelgen schwarz. Wunderschönes Teil, absolut geil. Den verändern wir heute etwas. Und zwar ist das Auto jetzt 87 geboren, also gebaut worden. Ein Jahr älter als ich. Scheiße. Kacke. Scheiße. Hat mal gemerkt. Jetzt wird ihm alles klar. Jetzt ist vorbei. Dieser, wenn ihr sagt, da ist ein alter Porsche. Das heißt, der ist, also ich bin auch, also egal. Ja, wir haben es verstanden, Dorian. Ja, mir wird das gerade nur klar. Und zwar, diese Autos kommen nun mal langsam in die Jahre und das heißt, so Sachen an dem Auto, die verbaut sind, werden auch einfach alt. Ne? So in diesem Fall beschäftigt uns so der Dämpfersatz. Die Stoßdämpfer, klar, ich hoffe mal, dass sie von 1987 bis hier mal getauscht wurden, aber es ist eben einfach ein altes Auto und irgendwann, auch wenn er noch nicht so viel gelaufen hat, aber irgendwann sind diese Dämpfer meistens altersschwach. Und diese tauschen wir heute, nämlich gegen was wunderschönes, was ich eigentlich immer gehofft habe, dass wir das Video erst mit meinem Porsche so drehen können, aber dazu später mehr. Wir verbauen nämlich heute diesen KW Variante 3 Dämpfersatz in diesen Porsche. Den hat KW speziell für diese G-Modelle entwickelt, weil beim G-Modell ist es, oder eher gesagt, bei alten Porsche ist es etwas speziell. Die haben ja keine normale McPherson-Federaufhängung wie seit Golf oder auch 964, der ist ja schon, sondern die haben noch eine Drehstabfederung. Das heißt, die haben vorne gar keine Spiralfeder, sondern das wird über Torsionsstäbe wird das eben gefedert vorne. Und die Dämpfung übernehmen wirklich einzelne Dämpfer. Und diese Dämpfer sind, denke ich, jetzt hier mal ein bisschen altersschwach und deswegen verbauen wir hier diese Variante 3. Die ist halt wie alle anderen Variante 3 auch in Zug- und Druckstufe einstellbar. Und das Besondere hierbei ist, dass das eben nicht nur, sag ich mal, hinten ist einfach nur ein Stoßdämpfer. Ne? Eigentlich auch easy zu fertigen, kein Problem, muss man einfach nur auf das Fahrzeug eben anpassen. Vorne, wie ihr schon seht, ist das natürlich ein bisschen aufwendiger, weil vorne ist der Achszapfen mit der Lenkstange halt noch dabei. Ne? Und der Aufnahme für Bremssattel und sowas. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger und da hat KW wirklich alles möglich gemacht, um diesen ganzen Bereich hier komplett auch zu gießen. Ne? So wie es auch im Originalbauteil ist, weil du kannst ja jetzt nicht einfach das hier, das Originale irgendwie abbauen, weil es ist ein Teil mit dem Dämpfer, sondern du musst es eben komplett anfertigen, ne? Um halt auch diese Variante 3 Möglichkeit irgendwie bauen zu können. Bei einigen Fahrzeugen war das so, dass man, wenn man jetzt damals irgendwie so mal so einen Dämpfer tauschen konnte oder musste, dass man nur den Einsatz, also quasi so eine Dämpferkartusche hier reinbauen konnte. Aber da hat man, wie gesagt, nur eine normale Dämpferabstimmung, die halt irgendwie von Bilstein oder wer auch immer die damals gefertigt hat, vorgegeben ist. Und hier können wir wirklich dann eben Zug- und Druckstufe auch einstellen. Was natürlich für so einen alten Porsche schon irgendwie eine geile Nummer ist, ne? Weil manche wollen das Ding ein bisschen sportlicher bewegen, manche wollen das ein bisschen gemütlicher bewegen. Ist halt, kannst du es eben nach Kundenwunsch einstellen nachher und fahren, wie du gerade lustig bist. Ne?
Das Coole ist, was wir auch gerade gesagt haben, der ist ja jetzt über 30 Jahre alt, das heißt, der ist ein Oldtimer, ein H-Kennzeichen. Und dieser Dämpfersatz ist nicht eintragungspflichtig. Das heißt, der interessiert euer H-Kennzeichen gar nicht, weil oft ist ja so mit Nachrüstung und Tuning, sage ich mal, bei H-Kennzeichen, das kollidiert ja manchmal so ein bisschen. Da das ja aber nur ein Dämpfersatz ist und der die Fahrzeughöhe auch nicht verändert, könnt ihr den einfach so einbauen und braucht nicht irgendwie Angst, um euer H-Kennzeichen zu haben, weil Dämpfer müssen nicht eingetragen werden in Deutschland. Easy, oder? Ja, ist doch mal was. Ist doch geil, oder? Du hast eine richtig geile Veränderung nachher beim Fahrzeug, dass das Ding echt wieder besser fährt und du brauchst dir keine Sorgen machen, dass es irgendwie Auswirkungen auf dein H-Kennzeichen hat. I don't cross my T's, I don't dot my I's, I won't say pretty please, or speak in little white lies. Wir können es übrigens gerade mal eben zeigen. Das ist wirklich eben das originale Federbein. Mhm. Ne? Jetzt habe ich es rausgehört, stimmt, das Originale. Das Originale hört man, ja, ne? Ja, klar. Ja. Ich finde auch, das hört man direkt beim ersten Schlag. Ja, ja. es ist grün. Ich glaube, dass es ein Bildsteindämpfer ist. Ein was? Von Bildstein. Ich habe es akustisch nur null verstanden. Ja, dann frag doch nicht. Ein was? Ja, was ist da drin? Ja, es ist kein Kaffee drin. Was kommt jetzt Kaffee? Wir fangen hinten an. Weil ich muss erstmal ein bisschen warm werden, muss mal wieder ein bisschen reinkommen. Ja, du brauchst dich nicht rechtfertigen. Und hinten ist einfach. Weil hinten hast du wirklich nur eine Schraube hier unten. Sag mal, wo ist die? Ja, okay. Und eine Schraube hinten, also oben im Motorraum drin. Irgendwo da hinten. Ja. Alter. Ich muss sagen, hier von unten. Von unten ist das Ding. Sahne? Fast ein Neuwagenzustand. Der ist ein Jahr älter als ich. Und der sieht, ich will es nicht sagen, von unten besser aus als ich, aber. aber doch. Aber im Vergleich zu meinem ist das schon alles sehr, sehr, sehr sauber. Dämpferbein, komplett Radnabe mit Bremsscheibe, Bremssattel, Spurstange und sowas, das muss man alles losnehmen. Und dann hat man wirklich das reine Dämpferbein. Ich kann ja mal hier den Unterschied zeigen. Ja, hier ist das Originale. Hier sitzt eben das Vordere. Und da sitzt eben komplett die Radnabe und Bremssattel sitzt hier alles drauf. Auch mit den Radlagen, das muss man alles ein bisschen umpressen und umschlagen. Und ja, das habe ich auf der einen Seite schon gemacht. Geht auch eigentlich alles ganz gut. Und jetzt müssen wir die zweite Seite eben auch noch machen. Und da könnt ihr mal mit zugucken. Okay. Einverstanden? Ist dann irgendwas mega Schwieriges dabei? Irgendwas Besonderes? Ja, diese untere, der hat unten so einen speziellen Stift.
der halt den Querlenker quasi in diesem in dem unteren, in der unteren Stoßdämpferbefestigung hält. Und der wollte nicht raus. Den mussten wir extra. Genau, den mussten wir extra aufbohren. Sag mal ran. Ja. Ja, den mussten wir extra aufbohren, dass sie überhaupt da rausging, weil man muss sich vorstellen, seit 1987 sitzt das Ding da drin. Und hat sie natürlich auch gut hier mit dem Federbein irgendwie da verheiratet sozusagen. Den haben wir ein bisschen aufgebohrt, dass sich entlastet und dann konnten wir den rausschlagen. Den haben wir jetzt neu gemacht. Und der Rest ist eigentlich relativ easy. Also der Rest geht eigentlich wirklich ganz gut runter. So, da haben wir jetzt quasi den Bremssattel abgenommen. Bremsleitung mussten wir auch, ja, auseinanderbauen, weil die eben hier durch den Dämpfer original geführt ist, mit dem KW auch. Und jetzt haben wir vorne die Zentralschraube von dem Rad, von der Radnarbe auch abgebaut. Und dann können wir jetzt komplett mit Radlager und allem runternehmen. Crazy. Endlich mal was Praktisches. Ich finde das gar nicht so praktisch, weil man muss natürlich immer runternehmen, auch komplett, und dann das Achslagerspiel wieder einstellen, wenn du irgendwie die Bremsscheiben und sowas wechseln willst. Weil sind ja von hinten dran geschraubt. Okay, dann revidiere ich meine Aussage. Ja. Revidieren wir lieber. Und das ist ja auch das, was ich jetzt hier gerade sauber mache, ist ja auch wirklich das Besondere, was für den KW-Dämpfersatz einfach mit dabei ist. Da haben die sich wirklich Arbeit gemacht. Wo kommt der Hund her? Hallo Doggy. Da ist noch ein Hund. Vermehren sich hier. Dass sie das eben wirklich neu gegossen haben, weil das ist halt eins mit der Dämpferkartusche sozusagen, mit dem Dämpferbein. Das ist halt wirklich das Komplizierte gewesen an der Geschichte, dass sie das wirklich komplett so gießen und auch den Achszapfen hier sozusagen fräsen. Das ist schon sehr geil. Jetzt müssen wir hier den Lagersitz noch runternehmen, auf den alten wieder auf den neuen Dämpfer draufpressen und dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Ding! Ha! Reingeguckt! Ha! Tja, so, das ist jetzt der alte Lagersitz. Spannend. Ja. Doch, das ist wirklich der alte Lagersitz. Ja, das glaube ich dir, aber ich muss dir gerade erstmal zurückgehen. Ja, du musst immer irgendwas machen, du musst immer irgendwas einstellen. Genau wie du. Genau wie du. So, ne, ich kann gerade noch nicht. Ich muss gerade erst noch Pflaster holen. Ja, genau. Fahrwerk ist drin, vorne und hinten. Also was, ich sage mal, Fahrwerk ist ja eigentlich nur ein Dämpfersatz. Ja, die sind jetzt verbaut. Hat auch alles sehr, sehr schön gepasst, wie man es eigentlich von KW so gewohnt ist. Hast du Einwände? Wozu? Nee, ne? Ja, kurz nochmal Zusammenfassung. Also das Geile bei den Dingern ist eben, du hast die Verstellung wie bei einer V3. Das heißt, du kannst Zug- und Druckstufe einstellen. Du hast halt kein 30 Jahre altes Fahrwerk da mehr drin, also kein 30 Jahre alte Dämpfer mehr drin, die einfach schon ihr Leben gelebt haben und genug Huckel verdaut haben, sondern du hast ein frischen neuen Dämpfersatz da drin. Drückst du mich jetzt an? Und ja, das Ganze natürlich in gewohnter KW-Qualität und das Geile ist, ihr braucht es nicht eintragen, also es gefährdet nicht eure Haarzulassung, weil es einfach nur ein Dämpfersatz ist und damit eintragungsfrei. Ja.
mal was Geiles. Für die Leute, die mit so einem alten Porsche noch ein bisschen mehr vorhaben und sagen, diese Drehstabfederung ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen alt und überholt, für die gibt es auch noch das Competition Kit. Da wird die Drehstabfederung dann stillgelegt. Da habt ihr dann unten quasi nur noch die Drehstabfeder als Querlenker. Und das Ganze dann in McPherson-Federung. Das heißt, wirklich eine Spiralfeder, die um den Dämpfer noch rum ist. Das gibt's auch noch. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, sagt einfach Bescheid. Wir helfen euch da gerne weiter. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch eben Räder wieder drauf und dann zeigen wir euch das Auto in aller Pracht. Oder?